Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der 72-Stunden-Webseite Bildergalerien anlegen könnt, da das im Grunde für Koordinierungskreise und auch für Diözesanverbände ziemlich gleich funktioniert. Machen wir das Ganze jetzt mal in einem Test-Diözesanverband. Bei den Koordinierungskreisen sind Bildergalerien schon vorangelegt, das heißt, einige der Dinge, die ich jetzt hier nochmal von Grund auf tun werde, sind dann bei den Koordinierungskreisen schon da, aber die Sachen könnt ihr einfach nachvollziehen und dort, wo ihr dann was ändern müsst, könnt ihr das dann ja eben auch entsprechend sehen. Wir wollen jetzt einfach mal auf unserer Startseite unseres Test-DVs oder bei den Koordinierungskreisen wäre es ja auch das gleiche, eine Bildergalerie anlegen. Das heißt, die soll hier mit der Vorschauansicht dort an diese Stelle. Dafür gehe ich jetzt zunächst mal in die Seitenansicht und zeige euch jetzt erstmal, wie man die ganz schlichte Variante einer Bildergalerie machen kann. Ich lege hier ein neues Inhaltselement an, sage nur Bilder Überschrift Bildergalerie, aber das ist ja nur für die interne Benennung. Und hier bei Bildern kann ich jetzt die Bilder auswählen, die ich gerne haben möchte. So, hier bei Testgalerie habe ich schon ein paar Bilder drin. Die füge ich einfach mal alle hier zur Liste hinzu. Klicken und da sind sie. Die Beschriftungen brauchen wir hier nicht, die werden nicht ausgegeben. Aber ich klicke hier noch an, dass bei einem Klick die Bilder vergrößert werden. Wie das dann genau funktioniert, seht ihr gleich. Hier einen Link anzugeben, auf den die Bilder verlinken, ist dann auch nicht so sinnvoll. So, das Ganze speichern und schließen wir dann und laden die Seite neu. So, dann sehen wir hier jetzt, dass die Bilder gerade alle noch ein bisschen arg groß sind. Das können wir jetzt auch noch einstellen. Dann gehen wir wieder hier auf die Bildergalerie. Auf Erscheinungsbild und geben den jetzt mal eine Breite von, ich sag mal, 80 Pixeln. Speichern. Mal gucken, ob das dann so passt. Ja, so sind sie jetzt gerade relativ klein. Können hier auch noch angeben, wie die angeordnet sein sollen. Wenn wir die so klein haben, können wir jetzt auch hier vier nebeneinander setzen. Laden wieder neu. Ja, könntet ihr auch noch zusätzliche Höhe festlegen. Und die Bilder dann so entsprechend oder die Galerie so anpassen, wie ihr es dann eben braucht. Das bietet sich vor allem dann an, wenn ihr nicht so viele Bilder habt und die nur einfach und schlicht präsentieren wollt. Klickt drauf und sie werden groß. Kann die auch hier mit den Pfeilen oder mit der Tastatur durchblättern. Aber wir haben eben auch noch eine schönere Bildergalerie, die ich euch jetzt zeigen will. Die lohnt sich aber erst dann, wenn man ja etwa so viele Bilder hat wie jetzt. Mit ein paar ganz wenigen sieht das noch nicht so gut aus. Aber ich zeige euch das jetzt mal alles. Als erstes werfen wir die Galerie, die wir jetzt eben angelegt haben, wieder raus. Bildergalerie löschen. Und weg ist sie. Damit wir eben Bilder verwenden können, müssen wir die erst hier in der Dateiverwaltung drin haben. Ich habe hier jetzt einfach auch schon mal einen Ordner Testgalerie angelegt, aus dem jetzt eben auch gerade eben schon die Bilder kamen. Die können wir eben auch hier weiterhin verwenden. Sinnvoll ist eben wirklich auch für jede Galerie einen eigenen Ordner anzulegen und da dann einfach die ganzen Bilder reinzuladen. Dann als nächsten Schritt machen wir jetzt was, was die Koordinierungskreise schon haben. Ich lege hier unter Sonstiges einen neuen Ordner an.
gehe hier oben auf Neu, nehme einen Ordner und ziehe den irgendwo hier rein. Nenne ihn Bildergalerien. In denen sollen jetzt alle unsere Galerien rein. Wir aktivieren ihn noch. So, jetzt haben wir hier einen Ordner Bildergalerien. Und dort füge ich einen neuen Datensatz ein. Und zwar eine Galerie. Ja, Titeltest Galerie 1. Wenn ihr gleich auch noch die Adresse, unter der angezeigt wird, anpassen wollt, könnt ihr dann hier nochmal eine andere Bezeichnung eingeben oder halt die Bezeichnung irgendwie ohne Sonderzeichen. Die Beschreibung wird zu den Galerien angezeigt. Da schreibe ich eben auch mal was rein. Der Titel wird hier dann auch mal ausgegeben. Also nicht hier, sondern dann eben in der Galerie. Und hier unten wählen wir die Bilder aus. Wichtig ist, dass hier jetzt auch tatsächlich Beschriftungen bei den Bildern angezeigt werden. Und die Titeleigenschaft des Bildes, die wird standardmäßig aus dem Dateinamen generiert, wird also erstmal so sein, wie jetzt hier auch die Dateien dargestellt werden. Bei Bedarf könntet ihr das ändern, zeige ich euch dann gleich auch nochmal. Wir fügen die erstmal, haben die hier drin und haben damit schon mal unsere Galerie. Die wollen wir jetzt ausgeben. Brauchen aber, weil es, also die Galerie besteht jetzt aus zwei Teilen. Zum einen einer Vorschau, die wir gleich auf die Seite hier oben einfügen werden, und es gibt dann noch die Einzelansicht. Also ähnlich wie bei den News eine Einzelansicht gibt, gibt es sie auch für die Bildergalerien. Ich packe die jetzt einfach auch mal hier mit runter. Füge hier eine Seite ein. Testgalerie Einzelansicht. Auch hier ist wichtig, momentan ist es bei den Bildergalerien so, dass jede Galerie, wenn sie direkt aufgerufen werden soll, eine eigene Einzelansichtseite braucht. Es kann sein, dass das irgendwann noch, bis ihr die wirklich in großer Zahl nutzen werdet, ändert. Aber sollte sich das ändern, dann wird auch das Video hier entsprechend angepasst. Aber erstmal braucht ihr jetzt momentan für jede Galerie hier eine eigene Einzelansichtseite. So, wir gehen auf die Seite und fügen dir jetzt Inhaltselemente hinzu. Wechseln daher auf die Seitenansicht. Aufgrund der Breite, die so eine Bildergalerie hat, brauchen wir eine Verteilerseite. Also, da wir hier jetzt auf einer DV-Seite sind, eine DV-Verteilerseite. Für die Koordinierungskreise eine Co-Kreisverteilerseite. Speichern und schließen. Und fügen jetzt hier das eigentlich interessante Element ein. Da haben wir hier ganz unten bei den Plugins die Bildergalerie-Vorschau, die wir gleich brauchen werden, und hier die Bildergalerie. Die nenne ich jetzt hier mal Testgalerie. Und kann jetzt das Plugin konfigurieren und wähle jetzt die Galerie aus, die wir angelegt haben. Wenn wir mehrere Galerien haben, müsste ich eben auf jeder Einzelansichtsseite die entsprechende Galerie auswählen, die dann aufgerufen werden soll. Hier unten müssen wir jetzt noch den Einstiegspunkt auswählen. Das ist wichtig, damit wir, wenn wir mehrere Galerien haben, die eben auch alle angezeigt werden und nicht nur diese eine Galerie. Wenn wir hier ganz oben das oberste Element unseres Seitenbaums auswählen würden, dann würden auch die Galerien aus allen unseren Co-Kreisen mit angezeigt werden. Wollen wir nur die Galerien des Diözesanverbandes
angezeigt bekommen. Dann reicht es, wenn wir hier uns auf den Bereich Sonstiges beschränken. Bei den Co-Kreisen ist dann sinngemäß ähnlich, wo dann eben auch sollte es noch etwas Untergliedertes geben, oder sollten Gruppen auch eine ähnliche Bildergalerie-Funktion bekommen, was ich gerade noch nicht weiß. Dann würden die mit angezeigt werden, wenn ihr das oberste Element auswählt. Darum reicht es wahrscheinlich immer, wenn ihr hier euch auf Sonstiges beschränkt. Ja, die anderen Felder brauchen wir nicht. Sind auch erstmal nicht wichtig. Speichern und schließen. Dann haben wir jetzt hier schon mal die Einzelansichtsseite und brauchen jetzt noch die Vorschau. Die kommt hier rein. Neues Element anlegen. Ganz nach unten zur Bildergalerie Vorschau. So. Testgalerie Vorschau nenne ich das. Und muss auch hier wieder das Plugin konfigurieren, nämlich auswählen, welche Galerie das wieder sein soll. Und zwar hier unsere Testgalerie 1. Und wichtig ist hier jetzt der Link zur Galerie. Den muss ich jetzt auf die Einzelansichtsseite setzen. Testgalerie Einzelansicht. So, speichern und schließen. Dann lade ich die Seite jetzt mal hier neu. So, und dann können wir jetzt hier die Bilder schon mal so in der Vorschau durchklicken. Wenn wir jetzt hier nur sehr wenige Bilder hätten, dann würde es halt nicht so einen schönen Kreis ergeben, wenn wir jetzt gerade hier sehen, sondern dann würde es zu Beginn hier sehr an einer Seite hängen, also mit 4 Bildern. Habe ich das mal vorher ausprobiert, das sieht irgendwie noch gar nichts aus. Also so ab 7-8 Bildern lohnt sich diese Art von Bildergalerie. Bei weniger Bildern sieht das nicht so gut aus. Und hier unten haben wir jetzt den Link zur Bildergalerie. Und kommen hier zur Ansicht. Da haben wir hier oben stehen Testgalerie 1, also den Titel, den ich vorhin vergeben habe. Hier steht er nochmal. Und hier unten ein drittes Mal. Und hier schließlich die Beschreibung. Und jetzt kann ich hier die Bilder durchklicken und habe hier jeweils unten drunter dann den Titel stehen, der eben automatisch generiert wurde. Wenn ich jetzt hier noch weitere Galerien auf der gleichen Ebene habe, also im Co-Kreis oder im Diözesanverband, dann werden die nachher hier unten angezeigt. Ich kann die dann auch auswählen, ganz normal benutzen. Aber eben über die Vorschau komme ich eben immer nur zu der Galerie, die für die jeweilige Einzelansichtsseite dort als Hauptgalerie festgelegt ist. Also vielleicht reicht euch da auch eine Einzelansichtsseite, wenn ihr jeweils die aktuelle Galerie da drauflegt und es euch ausreicht, wenn dann irgendwie Galerien von Sachen, die eben hier schon vielleicht länger zurückliegen, dann hier unten drin stehen. Oder eben ihr müsstet für jede Galerie eine Einzelansichtsseite machen und auch eine eigene Vorschau und könnt dann jeweils von der Vorschau auf die jeweilige Einzelansicht, also auf diese Ansicht hier springen. Als letztes noch zeige ich euch, wie ihr noch die Bildtitel verändern könnt. Da muss ich aber nicht hier hin, sondern hier unten unter Medien, Dateienverwaltung. Hier meine Testgalerie rein. Und nehme hier zum Beispiel mal dieses Bild. Da sehe ich jetzt hier den Titel, Pfadis Rennburg 3. Dann mache ich jetzt einfach mal hier die 3 weg. Obwohl das, also es wurde eben hier aus diesem Dateinamen abgeleitet. Und speichere das. Klicke das jetzt mal an. Okay, hat er noch nicht neu geladen. Da steht noch der alte Titel. Dann laden wir das Ganze nochmal neu. Klicken Sie an. Genau. Und haben jetzt hier den geänderten Titel stehen. Also das für jedes Bild einzeln zu machen, ist natürlich ein bisschen aufwendig. Daher empfiehlt es sich, die Bilder, bevor ihr sie hochladet, gleich schon sinnvoll zu benennen. Ja, soweit dann zur Funktion unten die Bildergalerien. Ich hoffe, ihr könnt das soweit nachvollziehen. Bei Problemen wendet euch einfach an das Webteam der 72-Stunden-Aktion. Macht's gut und bis bald.